lanes are swamped. Welcome to Wild Rift. Hit the trail, friends. We got us a fight to win. Guten Captain. Hallo. Hey, ich warte auch nur auf Twitch. Echt. Deswegen bin ich auch wieder auf ADC gewechselt. Ich war ja Midlaner. Und hab mir überlegt, welcher Champ hat mir am meisten Spaß auf PC gemacht. Welchen Champ habe ich am meisten gezockt. Und es war Twitch. Und dann dachte ich, was bin ich jetzt Midlane? Wenn Twitch rauskommt, will ich lieber ein guter ADC sein schon. Und dann werde ich der Twitch-OTP einfach. Ich habe so Bock auf Twitch. Ich hoffe, die versauen ihn nicht. Ich hoffe so sehr. Es kann halt passieren, dass sie den umbauen, den Champ. Aber wir hoffen mal nicht. Nee, man weiß nicht, wann der kommt. Man weiß auch nicht, ob er überhaupt kommt. Das ist so die Sache. Was habe ich euch gesagt? Der Renekton im Gegnerteam, der wird durchballern. Da das First Blood schon mal auf der Solo-Lane. Dachte, wir gehen all in. Aber sind wir leider nicht. Vielleicht kommt er gar nicht, ja, das ist halt das Ding. Vielleicht kommt er gar nicht. Und das wäre richtig traurig, wenn er gar nicht kommen würde. Aber ich denke schon. Irgendwie wird er schon kommen. Man weiß gerade gar nichts, aber man kriegt auch keine Infos von Riot Games. Also mehrere Content Creator haben jetzt schon mehrfach Sachen gefragt und nachgefragt. Und zu einem kam leider keine Info. Weil die Fragen wurden leider nicht beantwortet. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wann was kommt, ob was kommt, wie die Zukunft aussieht von Valve. Wir wissen alle nichts. Auch die Content Creator. Oh, er ist in die Base gegangen. Ich glaube, ich gehe auch nochmal basen. Die Runde sieht nicht gut aus. Exklusive Champions wurden angekündigt, aber ob sie wirklich kommen, weiß man nicht, ne. Aber es wurde mal erwähnt, dass exklusive Champions kommen sollen. Die es nur in Wildrift gibt, doch. Ob das dann auch der Fall ist, ist halt die Frage, aber ja. Really, ja. Es wurde angekündigt, dass nicht alle PC-Champs kommen. Ja, dass manche nicht auf Wildrift kommen werden vom PC. Und es wurde angekündigt, dass... Wildrift eigene Champions kriegen wird. Wir brauchen jetzt eigentlich nur Level 5, dann können wir all in. Bitte. Knappe Sache, aber wir haben es geschafft, Leute. Oh, jetzt wurde ich die Pflanzen bekommen. Das war ja der super knappe Move. Wie Morgana, ich glaube, sowas wie Morgana wird kommen. Ich denke, sowas wie Morgana wird kommen, denn Morgana ist ziemlich einfach umzusetzen. Champions, die schwierig umzusetzen sind für Mobile, werden wahrscheinlich nicht kommen. Aber ich weiß nicht, welcher Champ nicht umsetzbar sein sollte. Vielleicht sowas wie Aphelios oder so? Vielleicht sowas wie Aphelios. Könnte sein. Und so schnell gehen wir auf 4-0, Leute. Schmeckt. Oh, Victor mag ich auch sehr gerne. Kann ich mir auch vorstellen, dass er kommt. Boah, ich habe sogar First Tower bekommen. Ich geh
gehen wir fix Base. Ich habe nämlich nichts am Mana. Eben, eigentlich ist halt an allem nichts dabei. Also meiner Meinung nach kannst du jeden Champ releasen darum. Keine Ahnung, ob sie... Also welchen Champ sie nicht releasen könnten, denke ich. Victor ist auch kein Problem. Es ist ja nicht so, dass die Champions jetzt super komplizierte Mechanics haben. Wisst ihr, wie ich meine? Wild Rift oder League of Legends hat ja eher Champions mit leichten Mechanics. Natürlich, sowas wie Viego kann halt schwierig werden, weil der ist halt auch auf PC komplett verbuggt. Nee, ich fühle Jinx eigentlich auch nur mit einem Enchanter, wenn ich ehrlich bin. Ah, wir haben ja... Der Turm ist ja weg. Ich habe ganz vergessen, dass der Turm weg ist. Deswegen bin ich da nicht mit hinterher direkt. Ich habe einen Blue Buff. Wir sollen raus, oder? Ja, wir gehen erstmal raus. Brauchen wir nichts mehr. Der kann nur noch Autotext machen. Ja, Mordekaiser ist auch noch so ein Ding. Nee, komm. Zu gierig. Nicht zu gierig werden. Ja, Yumi kann ich mir ziemlich gut vorstellen, weil es halt jetzt nicht so kompliziert ist, umzusetzen, ne? Aber Yumi muss kommen, Leute. Yumi muss kommen. Dann kann ich nämlich Yumi Twitch spielen, Leute. Wenn Yumi und Twitch kommen, ja? Sollte Yumi und Twitch kommen, dann mache ich ein Casting. Dann mache ich Simios Next Yumi, ja? Und der das Casting gewinnt, der darf immer mit mir Solo, Duo Queue spielen, Yumi Twitch. Der darf immer mit einer Yumi Twitch spielen. Dann quittest du das Game. Ah, ich habe zu viel Tower gegessen. Oh mein Gott, schöne Bombe von Six. Ja, Kaiser wäre cool. Kalista. Kalista kann ich mir vorstellen, dass das schwierig wird. Ehrlich gesagt. Kalista könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten fallen mir nicht so viel ein. Kalista habe ich auch gerne auf dem Computer gespielt. Ich war aber absolut bad. Ich war absolut schlecht mit Kalista. Und Kindred habe ich auch viel gespielt, aber da habe ich ein bisschen gejungelt. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich Kindred und Echo im Jungle gespielt. Tank Echo im Jungle. Tank Echo und Kindred habe ich da gespielt. Finde ich auch Spaß gemacht. Nein, er ist unsichtbar. Er ist executed worden. Hat sie gut gemacht mit Unsichtbarkeit, aber die wird jetzt RIP gehen. Er wurde executed. Okay, wieder ab in die Base. Okay. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht Garen noch helfen muss, aber musste ich nicht. Ja, Echo wäre auch nice. Stimmt. Wenn er jumpt, muss ich weg. Okay, das ist 9. Ich hole mal meine Items hier. Oh oh.
Nein, ich bin gegen die Wand gedasht. Leute, ich kann nicht weiter aufräumen. Arcane habe ich geschaut, ja. Ab morgen dürft ihr Arcane-Spoiler in Chat ballern. Heute noch nicht. Ab morgen gerne. Oh. Keiner close, würde ich sagen. Oh, Twisted Fate. Ich muss wegrennen. Der Twisted Fate hat Ulti, oder? Ah, ich habe zum Glück die Frucht genommen. Da kann mich nicht holen. Mindset Linehunter, wie geht's denn? Da habe ich nicht genug KP, um das zu fighten. Tut mir leid, Leute. Ah, ich fülle meine AP gerade wegen dem Blue Buff wieder auf. Okay, die werden den Drake machen, ne? Ah, der Olaf hat nicht genug KP, um den zu contesten. Oh oh, Olaf. Ah, close. Shaco fände ich zu übel, glaube ich. Also Shaco fände ich viel zu übel, glaube ich. In Wildrift. Dann ist die Frage, ob wir das noch gewinnen, die Runde. Ich sehe uns noch nicht gewinnen, ehrlich gesagt. Oh, die Jinx. Was hat sie gemacht? Sehr gut. Die Jinx war komplett out of position. Botlane-Turm. Oh oh. Ja. Ich kann nicht oben lang, ich habe keinen Dash. Ich muss auf Dash warten. Wo rennt der? Hol die raus. Stimmt, neue Runen hätte ich auch mal Bock. Wir haben alle Türme. Go base, der Plan. Der Plan. Kannst du beide noch spielen, ja. Definitiv. Glaubt ihr, wir kriegen noch einen Recall hin? Sicher. Ich habe jetzt ein Item geholt, weil ich mir holen kann. Weil ich nicht sicher war, ob wir den Recall noch hinbekommen.
Attack Baron. Ja, soll Baron machen oder finishen direkt? GG. Cho'Gath. Ja, Cho'Gath wird auch sehr gut passen. Da hast du recht. Victory. Die haben wir komplett zerlegt, ja. Muss ich auch sagen. Ich glaube, es gab selten was, wo wir Leute so hart zerlegt haben. GG. Kindred Kane. Ja, es gibt tausende Gerüchte über Champions, die da kommen oder Champions, die da kommen, aber am Ende weiß man es erst, wenn sie rauskommen. Cho'Gath feiere ich auch. Und Cho'Gath wäre, glaube ich, auch ein Champ, den man super, super einfach umsetzen kann.